Also Synchronschwimmen ist so Ballett im Wasser sozusagen. Sehr anstrengend ist es. Wir tun zuerst einschwimmen. Zum Kondition aufbauen. Backkappen braucht es dazu. Backkleider. Also man muss viele Übungen machen, um die Spannung zu haben. 8, 15 und 16. Einfach durchs Tauchen man kommt schnell, dass man lange aus der Luft kommt. Also man muss sich zuerst im Handstand stabilisieren. Dann Support paddeln. Es ist echt nicht so einfach. Bevor wir die Musik auch richtig anschauen, dann wir alle zusammen zählen. Dann probieren wir Sachen im Wasser aus. Mir gefallen besonders Chören im Team. Wir müssen alle schauen und dann geht es recht gut. Also meistens die Vorderste, dann können sich alle an ihre richten. Das mit der Musik finde ich schön. Wenn man Team schwimmt, dann muss man bis am Schluss einfach alles geben. Sehr schön.